In diesem Video erkläre ich, wie man Kontakte per Mail versenden kann. Beispielsweise, Sie möchten einem Notar Daten vom Käufer zuschicken. Kontakte per E-Mail zu versenden macht natürlich an manchen Stellen Sinn. Zum Beispiel, wenn ich einem Finanzierungspartner Daten übermitteln möchte oder wenn ich zum Beispiel beim Objektgeburtstag, zum Beispiel im Blumenladen beauftragen möchte, einen Gruß zu übermitteln oder wenn ich dem Notar Daten übermitteln möchte. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wo es Sinn macht, Kontakte per E-Mail zu versenden. Und natürlich ist es am tollsten, wenn das Ganze automatisch funktioniert. Und generell bringt der Prozessmanager die Funktionalität mit. In einem Prozessschritt E-Mail kann ich sagen, ich habe meinen Empfänger und dem Empfänger kann ich fest zuordnen mit einem Datensatz und dann kann ich den Kontakt übermitteln, indem ich sage, okay, wen möchte ich denn übermitteln? Zum Beispiel die prozessbezogene Adresse oder den Eigentümer des Objektes, Mieter des Objektes und so weiter. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, die man ziehen kann. Und da muss ich nur die Vorlage auswählen. Bei der Vorlage gibt es jedoch Besonderheiten. Und deswegen wechsle ich mal in die Vorlagenverwaltung und nehme die Vorlage Objekt Geburtstag Blumen. Und da ist das erste, die Vorlagen müssen die Kategorie Kontaktversand haben. Nur die E-Mail-Vorlagen mit der Kategorie Kontaktversand werden mir vorgeschlagen, wenn ich eine Adresse auswähle, also einen Kontakt auswähle. Zack. Dann sieht man direkt die Anzahl der Ordner, die schwindet, nämlich nur die Vorlagen, die diese Kategorie auch haben, werden dann gezogen. Und dann bleiben jetzt in meinem Fall dann halt die zwei Varianten übrig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, die E-Mail-Vorlage muss auch mit den entsprechenden Makros versorgt sein. Ich gehe mal in die E-Mail-Vorlage rein. Und hier sieht man schon sehr schön, es steht bei allen Makros das Wörtchen Kontakt davor. Also normalerweise würde ein Makro ja wie folgt ausschauen. Anrede. Und hier an dieser Stelle ist es dann Kontaktanrede, wenn ich einen Kontakt dann versende. Also daher der Kontext hier an dieser Stelle. Makros ist immer wieder ein Thema. Die kann man nachschauen unter Fragezeichen und dann hier Makroliste. Dort kann ich dann die Makros zur Adresse zum Beispiel dann nachschauen. Zurück in meinen kleinen Prozess. Also Empfänger ist angelegt, Kontakt ist ausgewählt und dann die passende Vorlage, in dem Fall nämlich Objekt Geburtstag Blumen, zack. Und immer wichtig, kurze Beschreibung, logischerweise, da würde ich auch nochmal mit vermerken, Kontaktversand, damit man das direkt sieht, wenn ich in der Übersicht bin. Abschließender Hinweis zum Thema Kontakte per Mail versenden ist bitte natürlich immer den Datenschutz beachten. Sie möchten weitere Tipps? Sehr gerne. Melden Sie sich einfach kostenlos an auf masterclass.emo/tipps. Einfach kostenlos anmelden, masterclass.emo/tipps und Sie bekommen sofort weitere Tipps zugesendet.